Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play James Camerons Avatar, das Spiel. Im letzten Part hatten wir die zweite harmonische endlich besorgt und in den Emulator hochgeladen. Und nun geht es einfach weiter im Geschehen. Einfach munter und heiter weiter. Also dann, fahren wir mal fort. Und zwar müssen wir uns jetzt Richtung ersten Splitter vorkämpfen. Oh Gott! Ja, das ist ein langer Weg, können wir sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir echt hier an unterschiedlichen Orten sind. Also an ganz anderen als bei der Navi-Kampagne. Aber na gut, was soll man da halt machen? Das ist jetzt nun mal so. Ja, komm. Na, werdet ihr wohl? Gehst du weg? Da trifft man, aber das kümmert die mal rein gar nicht. Okay. Wir müssen mal gucken, ob es hier oben vielleicht leichter ist, lang zu kommen. Wenn wir hier überhaupt weit kommen, ist die nächste Frage. Was ist denn das hier? Gar nichts, oder? Ist das hier irgendwas Besonderes? Moment. Mal einen kleinen Weg, kleines Stück zurück. Das kann nicht mal analysiert werden. Okay, dann ist es ein gar nichts. Dann ist es rein gar nichts, ein gar nichts. Ja, und was habe ich dann davon, hier oben zu sein? Nichts. Schön. Na gut. Gucken wir jetzt einfach weiter hier im Text. Warum eigentlich im Text? Wir sehen doch hier keinen Text. Außer da oben ein paar Zahlen. Aber okay, das ist ja auch wieder was anderes. Oh, hallo. Ja, und nun? Was ist nun hier? Okay, wir haben ein zerstörtes Dorf, so wie es aussieht. Ja, okay. Aber stimmt, ja. Hier muss ja ein Dorf sein, weil sich der erste Splitter auch im Dorf befindet. Oder in einem Dorf befindet. Ja, komm, geh nieder. Okay, geht doch. So, weiter hier. Weiter im Text. Wir müssen ja weiter vorankommen. Einfach mal voran hier. Und Rüms, da hat es ihn niedergestreckt. Oh, ja, nicht, dass es mich gleich niederstreckt. Lass mal schnell nachladen. Boah, diese Reichweite, das ist abnorm. Das ist echt abnorm, wie weit das hier reicht. Aua. Ah, die gehen hier wirklich in die Vollen. Also, das finde ich gut, dass es halt nicht so 0815 ist, sondern dass man es hier schon herausfordernder hat. Auch wenn es eigentlich ein Third-Person-Shooter mehr ist als alles andere. Aber gut, das zieht sich ja so durchs ganze Spiel hinweg. Darauf habe ich mich halt eingelassen. Aber gut. Ich nehme ja hier jetzt ab Teil 22 in einer Serie auf. Also natürlich mit einem Cut dazwischen. Das hört sich immer ein bisschen russisch an, finde ich. Okay, wo ist das Ganze jetzt? Da haben wir einen Splitter. Wie zum Geier konntest du mich jetzt da so treffen, so elegant? Das frage ich mich jetzt ernsthaft. So. Rüms. Wir nehmen erstmal den an uns. Den braucht ihr ja gerade nicht. Eigentlich braucht ihr ihn doch, aber ich habe das jetzt einfach mal an mich genommen hier. So. Ein Wolf. Ja, okay. Das ist auch erledigt. Wo müssen wir denn als nächstes hin? Ach, okay. Wir müssen hier diesen Weg entlang. Ach so, hier gibt es natürlich noch einen Weg. Ich dachte schon, das sei einfach eine Absperrung, wo man nicht weiterkommt. Aber ihr kümmert euch schon drum, ne? Ihr macht das. Ja, macht mal, ne? Ich guck da mal weiter, wo es wichtiger ist, lang zu kommen. Einfach hier den Weg entlang. Das wird schon passen. Ach. Hier hoch kommst du nicht. Das ist auch gut so. Ah. Was? Ah, hier von hinten anschleichen. Na, das geht aber mal nicht. Moment. Segne das Zeitliche, nicht zeitlich das Segnete. Oh. Gehst du weg hier. So, du bist hinüber. Lad nach in aller Ruhe. Aber... Aber hier muss es doch irgendwo einen Weg weitergeben. Oh ja, gibt es.
Lass sie mich jetzt mal bewegen. Danke. Was ist das denn? Ah, okay. Ach, sehr gut. Da kann man die sich zumindest ein bisschen fernhalten. Alles klar, das ist schon mal ganz gut. Na gut, wollen wir weiter. Ja, das verträumt euch. Vertreibt euch, nicht verträumt euch. So. Verträumter Professor Eich, ja, aber das ist ein anderes Spiel. Hier hat das nichts zu suchen. So, nachladen, weitergehen. Weitergehen wohin? Genau, einfach hier entlang. Dann schaffen wir das schon. Entlang in diesem Gang. Na, hierfür haben wir Knatterpens. Die regeln das schon. Aber irgendwie ist hier noch eine andere Pflanze. Ach, da oben. Gehst du down? Die haben irgendwie... Doch mal... Also sind die jetzt gepanzerter wie Pflanzen oder was? Naja gut, wir haben ja Zeit. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Splitter Nummer 1 haben wir. So, das ist down. Oh ja. Wir haben ja Zeit. Warum auch nicht? Wir haben ein größeres Magazin. Dessen können wir uns sicher sein. Aber alles andere ist da wohl nicht größer geworden. Also nicht mal der Schaden. Aber zumindest, naja. Es wird schon klappen. Ja, noch zweimal aufladen, dann hast du das wahrscheinlich. Das sieht so aus, als würde sich hier alles bewegen, oder? Schöne optische Täuschung, finde ich. Wenn man sich darauf konzentriert, dann könnte man echt denken, es wackelt alles hin und her. Also, außer die Pflanzen. Aber nein, die Pflanzen sind ja die, die sich bewegen. Erstmal wieder die Waffe gewechselt. So, und hier müssen wir erstmal irgendwie reinkommen, oder? Kriege ich jetzt Zutritt? Ja, es möchte ja wohl sein, dass ich hier auch Zutritt bekomme. Dass mir hier der Zutritt gewährt wird. Schlimm wäre es ja, wenn nicht. Okay. Wir haben Splitter Nummer 1. Anscheinend hat Höllentor uns Frischfleisch geschickt. Sie kommen genau richtig. Irgendwas bewegt sich von allen Seiten auf uns zu. Unsere Kommunikation ist gestört und wir sehen nicht, was kommt. Kann ich, Frischfleisch, etwas tun? Töten Sie alles, was blau ist. Wir haben einen voll durchgeplanten Überfall am Hals. Okay, ja, dass Sie das Westtor bewachen, verlassen Sie das Lager nicht. Ah ja, uns wurde nämlich das Tor eingerammt, eingerannt. Es wurde aufgerammt, wie auch immer. Ah ja, bessere Waffen und sowas. Oh, das wird schon passen. Wo ist denn jetzt dieses komische Westtor? Ist es das hier? Nein, anscheinend nicht. Das muss das Tor da drüben sein. Oh, die stürmen hier aber auch wirklich ganz schön rein. So, jetzt probieren wir mal was aus. Okay. Das hat ja schon mal reingehauen. Das können wir festhalten. Ja, ihr könnt hier ruhig näher kommen. Habe ich nichts dagegen. Obwohl, also... Nee, habe ich auch nicht, weil eigentlich sollen sie ja die RDA hier schön besiegen und niedermetzeln, aber ich muss ja jetzt auf der anderen Seite hier spielen, weil ich ja schon das komplette Spiel zeigen möchte. Also aus beiden Fraktionen oder aus beiden Kampagnen sozusagen. Und da wäre es ja schade, wenn ich das vorenthalten würde. Wenn ich dies vorenthielte, um es mal so im Konjunktiv zu sagen. Okay, ist er jetzt down? Hier war noch jemand. Da war jemand. So. Hier nochmal schön drauf gezielt. So, immer schön stoßweise. Dann geht das auch relativ gut. Drei müssen wir noch besiegen. So, das war Nummer 8. Wo kommen die anderen beiden? Ah ja, da sind noch... Da ist noch einer, der 9. Er wurde zwar erledigt, aber egal. Ja, und du steh mal nicht bei mir im Schussfeld. Ich habe die besiegt. Hallo, die müssen mir angerechnet werden. Ja, komm, lass dich jetzt bezwingen. Ja, einfach mal draufhalten, warum nicht? Leute, ich habe die besiegt. Die habt ihr mir gefälligst anzurechnen. Ja, wie dem auch sei, ne? Die rechnen wir die nicht an. So, 9 von 10 auf einmal wieder, ja.
Die hätte ich schon lange erreicht. Den habe ich getötet. Also das ist Mist. Die müssen mir das anrechnen. Da habt ihr auch kein Argument für. So. Erstmal wieder hier aufladen. Komm, nachfüllen. So. Geht doch. Da habe ich jetzt 15 oder so besiegt. So, Ziel erreicht. Achtung, Angriff auf das nördliche Tor. Wo haben wir denn jetzt das nördliche Tor? Es ist das hier. Ja, das kann gut sein. Da bauen wir hier mal schnell das Aufladeteil. Ja, okay. Ja, wo ist denn jetzt das nördliche Tor? Hallo? Ach, hier. Das ist es. So, Leute. Also, ich treffe die und erschieße die. Und ich krieg sie nicht angerechnet. Da hat sich das Spiel wohl gemerkt, dass ich schon mal Navi war. Deswegen muss ich das hier schwerer machen. Aber schön, dass die Pfeile stecken bleiben. Das ist dann mal wirklich ein tolles Detail. So, Nummer 1. Ja, fällt Nummer 2 auch nicht. Ich hab den besiegt, Leute! Das war eine ganz komische Stimmlage, aber egal. Da darf ich mich zu Recht aufregen, weil... Das kann nicht sein! Das... Ich schieße die nieder und bekomme sie nicht angerechnet. Das ist fehlerhaft. Also, das sind halt solche sinnlosen Fehler. Die kann man beseitigen. Weil... Ich meine... Die werden ja hier gemeinschaftlich getötet, ne? Von allen. So. Du gehst down. Oh, dieser Kolben sah aber auch cool aus. Wo war denn jetzt das Nachfüllteil? Hier war doch gerade was zum Nachfüllen, eigentlich. Zum Nachladen, besser gesagt. Ja, die Knatterpanks bringen es voll. Na gut. Ey, Leute, ich habe damit drauf Schaden gemacht. Also, das könnt ihr mir nicht erzählen. Oder meinen die wirklich töten, dass ich den Finaltreffer landen muss? Das ist aber dämlich, wenn das so gelöst ist. Leute, es ist nicht euer Ernst, dass ihr es so gelöst habt. So. Nee, das ist nervig. So, 7 Nummer 8, komm. Ey, das war Nummer 8, Leute. So hier. Ja, ich bin doch in der Basis, Mensch. So. Jetzt nerv nicht rum. Was ist denn jetzt los? Leute, ich weiß es. Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Nee, Leute. Also, da... Ey, ich hab die Basis nicht mal richtig verlassen. Das waren 3 Meter. Na gut, 10, aber... Das ist doch egal. Ey, Leute. Also sowas finde ich wirklich sehr schlecht programmiert. Und den habe ich getötet, Leute. Ich reg mich da zu Recht auf, weil das einfach nur aufregenswert ist. Und wenn die hier... Weißt du, wenn die hier vor der Hütte was machen, wie soll ich denn dann in der Basis bleiben, bitte? So, jetzt zeig dich hier. Und Leute, ich hab die doch... Ich hab die getötet! Jetzt wenigstens? Geht doch. Also Leute, nee. Das geht gar nicht. Da habe ich auch die Argumente auf meiner Hand, das zurecht zu sagen. Also, wer hatte das bitte schon getestet? Ach. Lässt du dich treffen? Danke. So, Nummer 1 ist weg. So, Nummer 2 ist eigentlich gestorben, aber nö, das rechnen wir nicht an. Du musst 20 dieser töten, dann sag doch lieber, dass ich 20 töten soll. Nee, Leute. Da sage ich zum 5. Mal, schlecht programmiert. Ganz schlecht. So. Ja, komm, lad nach. Ach komm, das nützt dir nichts. Bringt dir nichts. So, wenn du mir direkt vor der Flinte läufst hier. So, dann sorgt man hier ein bisschen für Unruhe. So, Nummer 5. Wo ist... Hier gab es noch jemanden.
Ja, komm. Ja, plötzlich sind es wieder 6 Uhr. Und wieso wurde der mir nicht angerechnet? Ich frag gar nicht mehr nach. Der wurde getötet und wird auch nicht angerechnet. Aber wenn ich das Lager verlasse, werde ich ja zurückgebracht. Also, nee. Das ist etwas... Naja, gut. Was soll's? Vielleicht wird der ja jetzt mal gezählt. Hey! Wie kommt das denn? Moment. Jetzt wurden die mir plötzlich angerechnet. Siehst du, ich muss nur über das Spiel meckern und schon macht es das, was ich haben will. Das ist doch mal ein intelligentes Spiel. Was? Gute Arbeit, Frischfleisch. Lust auf mehr? Eine Herde Sturmbiests poltert auf uns zu. Dieses Lager wird nicht standhalten können. Springen Sie in das Schwanengeschütz und locken Sie sie weg. Ich fordere einen Luftschlag an, um sie platt zu machen. Gehen Sie. Wird gemacht, Kommandant. Setzen Sie sich danach mit Midori in Verbindung. Sie untersucht, worauf Sie aus sind. Steinsplitter. Echt? Was sich die Firma wohl als nächstes ausdenkt? Aber nun bewegen Sie sich. Okay, also. Folsen oder Folsen will, dass sie das Geschütz des Schwans bemannen und die Sturmbestherde von der Zulu-Basis weglocken. Okay, wo haben wir unser schönes Gefährt? Das hier? Okay. Okay. Die Blauen sollten dem Ding nicht zu nahe kommen. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh, cool. Das ist cool. Oh, jetzt heißt es hier erstmal rumballern ohne Ende. Das ist... Also solche Passagen, die sind cool. Die machen Laune. Die machen wirklich Lust auf mehr. Sowas hier, das... Naja, klingt zwar altmodisch, aber das fetzt. So. Ich wollte es mal gesagt haben. In einer meiner Let's Play-Folge würde ich unbedingt das Fest sagen. Unbedingt. Aber hier, das macht wenigstens Stimmung, sage ich mal. Da hat man hier ein bisschen Freude, kann man ein bisschen wild rumschießen. Also sowas, ja. Das ist mal toll eingebaut. Also aus Sicht der RDA, ja, kann man nicht meckern, ne? Ach so, Überhitzung. Ach so, ich muss ja auch noch aufpassen. Ah, okay, jetzt weiß ich das zumindest. So, wo haben wir hier noch ein paar Gegner? Okay, wir müssen halt aufpassen, dass sich das nicht permanent hier überhitzt. Aber jetzt weiß ich es ja. Das dauert nur halt ein bisschen, aber ja, es kann es. Deswegen habe ich mich ja auch gewundert, aber gut, was soll's. Aber solche Missionen, die machen Spaß. Gab es auch in Metal Gear Solid im allerersten. Da gab es auch einen Gegner, den man so niederstrecken musste. Ah ja, der Kampf, der war schon ganz nett. Und deswegen finde ich solche Passagen auch ganz schön. Den kann ich aber nicht schnell drehen. Schade eigentlich. So. Dann lasse ich mal hier treffen. Da hinten gibt es nichts mehr zu zerstören. Na gut, dann schauen wir mal. Okay. Hier noch eine Pflanze zerstört. Hier kann man einfach wild mal um sich ballern. Also hier kann man wirklich mal die Sau rauslassen. Das macht dann auch Laune, muss ich sagen. Also was ist... Ah ja, natürlich. Jetzt springt der Motor auf einmal nicht mehr an. Ja, kommt davon, wenn man kein Auto fahren kann, wa? Ach, Junge, ey. Was musstest du auf dem Wagen abwürgen? Ja, das sind zu viele, aber egal, wir haben eine gute Waffe hier. Also was soll das? Hier können wir schon einiges leisten. Ja, ein bisschen nah. Verdammter RDA-Dreck, genau. Da hast du schon recht, eigentlich. Aber okay, wir müssen ja diese Kampagne auch noch zeigen. Und ich wollte sie ja auch zeigen. Gott, hier ist aber... Seht ihr noch was? Nee, oder? Ich auch nicht. Deswegen... Naja, komm. Jetzt spring hier endlich an. Komm. Na gut. Geht doch endlich hier. Da muss man jetzt ein bisschen warten. Also, das fühlt sich bestimmt krass an, so eine Rakete abzubekommen. Also, das möchte ich nicht abkriegen.
So. Ach so. Ja, hallo, ne? Hallo, liebe Natterwölfe, an denen können wir uns auch mal rächen. Okay. Das können wir auch anschießen. Bringt zwar nichts, aber egal. Einfach so aus Lust und dumm wie die Dei. Ja, der läuft uns einfach hinterher. Anrichten kann er ja eh nichts. Aua. Ah, getroffen sogar. Ah, noch besser. Das gibt ein paar EP. So. Die Viecher wollen wir mal schnell zerstören. Besiegen. Ja, zerstören, genau. Wir möchten die Biester zerstören. So sieht es aus. Aber schön, dass es halt nicht nur so ein ganz kurzer Abschnitt ist. Hier hat man wenigstens mal für ein paar Minuten Spaß. Also, ihr merkt schon, meine Stimmung, die hebt sich ein bisschen. Weil das hier doch mal wieder was ist, was sehr Abwechslung hineinbringt. Ihr müsst aber keine Schleifen unnötig fahren, oder? Ja, will ich ja. Hier, kommt. Hilfe kommt. So. Was war das für ein Geräusch? Was war das? Was war das? So, hier, nächstes Biest. Ah, hier haben wir wirklich ein ganz schönes Lager hiervon. Ah, hier haben wir wirklich ganz schön Vorrat an diesen Viechern. Das müssen wir auch mal dazu sagen. Na, bis jetzt geht es ja zumindest. Also, das ist schon mal was Schönes. Aufpassen. Ja, natürlich daneben ziehen. War ja klar. Aber ich denke mal, da können wir den Part noch bei dieser... Also, ein bisschen länger machen. Da das ja gerade sehr actionreich zugeht. So, Ziel erreicht. Alles klar. Wir haben das Ziel erreicht. Aber das hat Spaß gemacht, Leute. So, dann aktivieren wir das noch ganz schnell. Gucken hier. Wollen die Aufgabe noch abschließen? Nö, das machen wir im nächsten Part. Genau, wir schließen die Aufgabe im nächsten Part ab. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen. Und deswegen sage ich, im nächsten Part von James Camerons Avatar, das Spiel, sieht man sich.